$500 Case, oh mein Gott. Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Gamble-Video. Heute mit $758, Alter. Ihr wollt nach wie vor die ganz dicken Kisten sehen, wie diese hier oder auch die hier unten bei diesen Luxury Ultra Super Duper Bundle für $500, holy shit. Davor aber wie immer der Disclaimer, Glücksspiel ist ab 18 Jahren und sollte nur von Leuten betrieben werden, die sich selbst und ihr Geld voll unter Kontrolle haben. Wenn ihr das nicht könnt oder habt oder seid, dann lasst das Ganze. Guckt hier einfach zu, wie ich die Sache mache und... das war's. In der Videobeschreibung findet ihr die Telefonnummer für die Glücksspielhilfe-Hotline. Also wer da Probleme hat oder jemanden kennt, der Probleme hat, zieht euch das Ding raus, ruft da an, ruft für jemanden an und klärt da schon mal ein bisschen was ab, wie man den Leuten vielleicht helfen kann und schickt der Person natürlich auch die Nummer, dass sie da sich eben helfen lassen kann. Man kann im Glücksspiel wirklich ganz eklig versacken, von daher passt auf euch und natürlich auch auf euer Umfeld auf. So. Ich habe von Zero Skins $758 an den Start bekommen und kann damit wie immer rumhantieren, wie ich möchte. Und heute nehme ich mir die ganz dicken Kisten vor. Davor aber wie immer so eine kleine Erklärung zur Seite und der Hinweis, dass ich unterm Video in der Beschreibung und auch hier in dieser Timeline solche Punkte habe. Da steht immer genau, wann was kommt, also wann das Intro ist, wann ich die Seite beschreibe und wann gegambelt wird. Also für alle, die die Seite eh schon kennen und das schon tausendmal gehört haben, wie es geht, klickt einfach auf diesen nächsten Punkt, wenn ich mit dem Gamblen anfange. Also, zuallererst sehe ich hier, dass die Free Case mal wieder mit am Stiesel ist. Das war letztes Mal nicht der Fall, aber die ist jetzt wieder da. Sehr schön. Man müsste jetzt, oder ich müsste jetzt rechargen, damit ich die Sache bekomme, die ich von ganz am Anfang gezogen hatte. Diese, ich glaube, es war eine AUG oder sowas. Das lasse ich jetzt mal sein, weil ich das Geld ja eh schon drauf habe. Aber wenn ihr da irgendwas zieht, muss man eben eine Kleinigkeit rein rechargen, also aufladen, Geld reinzahlen, damit man da vor sich hin dödeln kann. Wo wir direkt beim Einzahlen sind, ihr geht hier oben auf Deposit oder klickt hier auf euer Bildchen drauf und klickt danach hier auf Deposit und könnt dann das Geld einzahlen, das ihr eben einzahlen wollt. Hier rechts könnt ihr eine Quantity direkt einstellen. So wie ich jetzt erfahren habe, müssen es nicht 2,52 Euro sein, also Minimum, es können noch weniger sein, dass man auszahlen kann. Wenn ihr hier was gewinnt, dann müsst ihr, wenn ihr hier kostenlos bis jetzt drin wart, dann eben x Cent einzahlen. Ich glaube, es waren 25 oder 35, ich muss Kredl nochmal fragen und dann kann man schon auszahlen. Da komme ich aber gleich immer dazu. Ihr könnt hier ganz normal entweder mit direktem Geld aufladen, zum Beispiel eben über eure Bank, wenn die das anbietet, oder über euer Handy, man kann Handy-Pay machen und sowas. Man gibt ja einfach irgendeine E-Mail-Adresse ein, Gmail funktioniert besser als andere und schon wird man dann weitergeleitet zu den einzelnen Bezahloptionen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich es jetzt beide Male gemacht habe. Man sieht halt, wie man bezahlen kann mit Handy, mit Bank und so weiter. Ihr könnt aber auch, wie wahrscheinlich von den meisten eben gewohnt, über Shadowpay einfach eure Skins einzahlen. Aber Obacht, da fallen höhere Gebühren an. Also wer wirklich möglichst gebührenfrei oder mit ganz wenig Gebühren eben reincashen will, der sollte das hier über diese andere Methode machen. Es gibt noch eine Änderung hier bei den Giveaways. Und zwar habe ich nach wie vor meinen Stream Room und ja, der wurde noch weiter erhöht. Wir haben jetzt sogar einen 116-Dollar Jackpot drin. Aber leider kommt diese tolle Medaille mit einer Kehrseite daher. Denn um meinem Room mit zu joinen, muss man 3 Coins, also 3 Dollar in diesem Zeitraum, also innerhalb von einer Woche, eingezahlt haben oder einzahlen. Sonst kann man nicht rein. Jetzt kann ich hier an der Stelle Folgendes für euch erfragen, wenn ihr das wollt. Schreibt mir dazu bitte was in die Kommentare. Soll ich Zero Skins bitten, dass sie das hier wegmachen, aber dafür sicherlich auch die Gewinne deutlich wieder droppen? Weil sonst ist es für sie ein Verlustspiel, ne? Wenn ihr hier 100, also das ist ja jede Woche, dieses Giveaway, dieser Roll. Und gehen wir mal davon aus, dass eben diese Handschuhe dreimal gewonnen werden. Dann haben sie halt $300 minus gemacht und den ganzen anderen kleinen Kruscht und kriegen gar nichts dafür. Also vielleicht von jedem 30 Cent, der was auszahlen will. Wisst ihr, wie ich meine? Also es war klar, dass sie irgendwann diese Geschichte einbauen werden. Das ist bei den anderen Räumen auch so. Ich dachte, bei uns wird es nicht so gemacht, weil unsere Gewinne kleiner waren, aber unsere Gewinne werden jetzt immer mehr, immer größer. Jetzt kann man sogar schon Gloves für 101 Dollar gewinnen. Und ja, ihr müsst mir halt da schreiben, was ihr gerne hättet. Soll ich darum bitten, dass wir dieses Giveaway wieder kostenlos haben wollen? Dann werden aber sicherlich, wenn es überhaupt funktioniert, sicherlich die Gewinne droppen auf, ich sag mal, 20, 30 Dollar. Selbst da machen sie ja jedes Mal einen Loss dann halt, ne? Aber ja, falls es geht, soll ich das machen? Oder sagt ihr, ach, weißt du was, die 3 Coins, also 3 Dollar, sind umgerechnet, wie viel Euro, 2,60 Euro oder sowas, ist für mich nicht tragisch. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist jetzt halt nicht mehr kostenlos, das ist irgendwie dumm. Das war die ganze Zeit mein Aufhänger für dieses Giveaway jedes Mal für meinen Room, weil man da kostenlos rein konnte, jetzt geht's nicht mehr. Bitte einfach kurz eure Meinung dazu schreiben. Ich sehe gerade, dass da noch 3 Leute drin sind, unter anderem Mr. Krockel. Er meinte, komm, ich zahle halt 3 rein und guck, was so geht. Ja, hier ist halt dann schon Gambling am Start.
mit Einsatz, ne? Ihr zahlt 3 Dollar rein und ja, verliert im schlimmsten Fall eben 2,50. Habt ihr dann Minus gemacht, wenn ihr jetzt hier so ein Kruschelsack bekommt. Also wenn ihr sowas bekommt, habt ihr nicht so viel verloren. Wenn ihr das hier bekommt, das ist ja logisch, ne? Also einfach kurz von euch eine Rückmeldung. Dankeschön. Achso, und um beizutreten, muss man eben dann einfach meinen Code Bubbler eingeben. Man kann auch hier vorne beim Giveaway Bubbler eingeben, aber ich weiß nicht, ob man damit dann nur zu meinem, damit kommt man, glaube ich, nur zu meinem Raum, und möglicherweise muss man davor auch Stream Room ausgewählt haben und danach Bubbler eingeben, um in meinen Raum zu kommen. I don't know. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, meldet euch, also wenn die ganzen Sachen davor zählen, ne? Ihr seid über 18, ihr habt euch voll unter Kontrolle und auch euer Geld voll unter Kontrolle und ihr wollt hier was machen, dann geht am besten auch über meinen Partnerlink einfach auf die Seite. Da müsst ihr gar nicht mit diesen komischen Giveaway-Geschichten da rumhantieren, sondern ihr kommt mit meinem Partnerlink rein und dann wissen die Zero Skins Boys und Girls, dass ihr von mir kommt. Fertig ist. Gut, also Leute, wir. Ja, Backpack habe ich gelehrt, oder? Ja. Ja. Achso, ja, ich habe letztens im Stream kurz einmal was gemacht. Wisst ihr, Sneasel hat dann einfach wieder Lack gehabt. Er hat bei mir im Giveaway Room 1 Dollar gewonnen. Live. Ich war gerade im Stream und er, ey, ich habe bei dir im Room 1 Dollar gewonnen. Also ein Item für 1 Dollar. Geil. Und das hat er dann verkauft und hat dann einfach eine 1 Dollar Case geöffnet. Wir gucken mal kurz, wo die nächste 1 Dollar Case ist. Hier. Ich weiß nicht, ob es die war. Doch, das war die. Er hat sie Galil bekommen. Er hat diese. Doch, die Phoenix Blacklight war es, glaube ich. Dann macht er die auf und bekommt die Galil für 44 Dollar. Und er, Babbler. Ich habe eben richtig Plus gemacht. Dann hat er kurz Probleme gehabt beim Auscashen, aber es hat dann geklappt. Es ist nämlich so, dass die Sachen müssen durch Cases rangekommen sein. Ihr könnt jetzt nicht 100 Dollar einzahlen und danach auf Item Store gehen und euch dann einfach ein 100 Dollar Item holen. Das geht nicht. Das Geld muss durch Cases durchgelaufen sein. Aber ich meine, man geht ja auch nicht auf diese Seite, um Skins zu kaufen. Das macht man ja nicht. Das macht man dann eher woanders. Also er musste dann praktisch, er hat dann x Dollar eingezahlt, dass er überhaupt auszahlen kann. Aber er wollte ja was etwas mehr als 44 Dollar wert war. Also musste er die 5 oder 6 Dollar, die er eingezahlt hat, nochmal durch die Kisten jagen. Und hat da ein bisschen Lack gehabt und konnte dann sich richtig schöne Sachen... Also ja. So viel dazu. Wir fangen jetzt an mit dem Case-Opening. Wir haben hier bei den ganz fetten Cases, haben wir, ich würde sagen, 3 oder 4, die auf jeden Fall in Frage kommen. Und zwar haben wir diese ganz fette hier, die für 500. Wir klicken gleich rein. Dann haben wir die für 245. Und wenn ich die Übersicht richtig habe, ganz oben, ich wollte hier den hier machen, die Luxury Full Family Barrel für 208. Und dann fällt es weiter runter. Wir gucken mal in die teuerste rein, die 500er. Wir haben halt folgendes Problem. Wir haben diese 758 Dollar und ich könnte easy peasy diese Kiste aufmachen. Da können wir voll die coolen Sachen gewinnen. Aber eben auch Groundwaters. Und so eine Groundwater, die kann zu 50% kommen. Zu 50%. Also wir machen hier 50-50 mit 500 Dollar. Ob wir irgendwas Cooles bekommen, also was sehr Cooles natürlich, oder 3 Cent. Weiß ich jetzt nicht. Ich kann euch leider jetzt nicht fragen. Ihr könnt ja nicht mehr schreiben. Alter, wir hatten da 2000% Gewinn gemacht. 3000, was geht bei dem ab? Was hat der aufgemacht? Ach, der hat hier gespielt. Ja gut, hier kann man... Das habe ich ja auch schon gemerkt. Hier bei diesem Secret Exploration, da habe ich auch schon echt richtig Zeug rausgezogen. Naja. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen Skrupel, die 500er. Wenn ich mir die 245er angucke, hier ist das Problem eigentlich ähnlich. Ich habe 50%, dass ich eine Groundwater bekomme. Und da wäre halt so unglaublich viel Geld weg, dass ich dann eigentlich das Vorhaben, große Kisten aufzumachen für dieses Video, das ist dann weg. Das kann ich dann nicht mehr. Dann haben wir halt nicht mehr viel übrig, um jetzt noch richtig fett hier den Kork auf den Tisch zu hauen. Also, was mir gefällt, ist diese Luxury Case. Da ist nämlich, wenn überhaupt, halt so ein Navaja-Knife drin und halt coole Sachen. Ist sogar ein Dragonlore drin, ja. Da würde ich uns eher sehen, als bei der 500er. Aber ich würde die 500er schon gerne aufmachen, einfach, dass ich sie aufgemacht habe. Aber dann haben wir vielleicht richtig, richtig Probleme. Also vor allem ich, weil die Videos hier so 20, 25 Minuten lang sein sollen. Und dann ist das gesamte Vorhaben gestorben. Ich muss kurz in mich gehen, 50%. Ich gucke noch ganz kurz in die anderen Dinge rein, was hier... Ach, Groundwater, holy shit. 50% Groundwater. Weil wir haben da nicht mehr viel, ne? Wir haben da noch 158 Dollar. Da kann ich natürlich noch so ein paar kleine Sachen aufmachen. Aber wenn hier die Groundwaters rauskommen und hier auch, ist das Video vorbei. High Case zumindest. Da kann ich in die Kleinen reinspringen und da ein bisschen pritscheln. Na gut, da wird ein Discount draufkommen.
Okay, also ich mach's jetzt. Ich mach jetzt die 500er auf. Und wenn es kacke wird, dann befinden wir uns direkt in dem Bereich kleiner. Aber ich will sie schon aufmachen, um es einfach einmal aufgemacht zu haben. Das schreibe ich auch 100 pro in den Titel. 500 $ Case geöffnet. Komplett broke oder reich? Oh Mann, das fühlt sich so dumm an. Na komm, machen wir. Oh Gott, shit. 500 $ Case, oh mein Gott. Kann ich nicht zählen? Das habe ich vorher mit 158 gesagt. Tja Leute, wie geplant. Steht jetzt hier oben eigentlich, wie viel Minus ich gemacht habe in Prozent? Das würde ich gerne sehen. Nee, das schreiben sie nicht hin. Nur Plus. Minus 5 Milliarden, Alter. Gut, jetzt fühle ich mich etwas erleichtert, wo ich die Case mal aufgemacht habe. Aber ja, es war eigentlich wie erwartet Schotter. So, jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen retten. Und zwar mit dieser 208 $ Case. Denn hier ist eben das schlechteste iKnife. Ich weiß nicht, was die wert sind. Wahrscheinlich 40 bis 60 Dollar oder so. Machen wir einfach mal. Und hoffen, dass wir uns da wieder ein bisschen rausziehen können. 85% die hier. Ja. Jetzt bin ich komplett abgehärtet. Also eben die Groundwater, jetzt wahrscheinlich wieder. Aber komm. Achso, halt, Groundwater kann es ja gar nicht sein. Costa Quanta? Oh. 65 $. Uff. Bottichen Backpack. Achso, muss ich jetzt ja eigentlich sellen direkt, ne? Damit wir ja weitermachen können, ja klar. Also unser High-Tier-Geöffne ist schon mal ganz schlecht hier gestartet. Ich gucke jetzt mal hier unten noch bei Ding rein. Bei den 108 haben wir noch, wir schauen mal. Aber da ist Hudabo auch Ground. Ja, das ist einfach zu heftig. Wenn ich das mache, Leute, wenn ich das mache. Es wirkt einfach nicht so, als könnte ich da überhaupt was gewinnen. Es wirkt einfach so, als würde ich zu 100% verlieren. Ruft euch hier auch ins Gedächtnis, dass es nicht mein Geld ist. Deswegen bin ich auch so lässig, ne? Ich habe jetzt keine 500 $ weggeworfen. Das war einfach nur Spielgeld. Ja, Paracord, was kann das? Ah, Groundwater, lecker. Naja, komm, wir müssen jetzt weiter im Programm bleiben, Leute. Ich mache jetzt hier halt das Ding auf und guck, was da rauskommt. Und wenn es eine Groundwater ist, dann müssen wir wirklich ganz, ganz, ganz kleine Brötchen backen, Leute. Ganz kleine Brötchen. Komm. Könnt ihr irgendwas? Leute, na also, 132. Wir sind wieder drin. Okay. Warte, ich muss es direkt wieder verkaufen, sonst geht's nicht weiter. Also die Case kann man schon merken, die hat uns ein bisschen Lack gebracht, hier die Luxury Gamma Doppler. Jetzt haben wir 141. Skeleton hatte auch Groundwater drin, ne? Oh ja. Hier waren auch welche drin, ne? Ja, aber wir haben das aufgemacht eben, fällt mir gerade ein. Ja, das hier war's, okay. X-Ray, okay, wir wissen jetzt ja, dass die ungefähr 44 $ wert ist. Die hier wird auch in dem Bereich sein. Und die Sachen hier oben, das weiß ich überhaupt nicht, was die können. Also null. Die Welcome to the Jungle ist ultra geil. Die habe ich noch nie gesehen, AK-47 X-Ray, okay. Also da könnte vielleicht auch was Leckeres drin sein für uns. Aber ich würde dann vielleicht doch nochmal, oder soll ich mich trauen, hier so eine 118 $ Case aufzumachen? Ja, komm, wir machen das jetzt auf, das Ding. Und bewegen uns dann einfach, falls wir runterfallen, im Low- bis Mid-Tier-Bereich und machen da noch ein bisschen rum. Anstatt uns jetzt hier lange aufzuhalten mit dem Vierelefant. Zack, öffnen, komm. Ich bin mir sicher, dass wir da jetzt was Schönes draus kriegen. Bitte? Ja. Oh. Aber wieder nur Purple. Ja, 96. Das ist natürlich jetzt Quark, ne? Aber wir sind nicht ganz gedroppt. Aber Plus halt auch nicht gemacht, ne? Fett Minus. Fettfinger Minus. Ich will auf jeden Fall Sachen öffnen, die keine Groundwater drin haben, weil das ist zu eklig. Das ist einfach zu ekelhaft. Wir haben hier die Dragon Case für $63. Wir haben die Water Planted Bamboozle für 72, die auch keine Dingenskirchens drin hat. Wir haben die M4A4 Plus. Ja, okay. Ach Gott, so eine Poseidon, würde ich nicht nein sagen, ne? Da hätte ich schon Bock drauf. Aber ich weiß auch wieder, dass die Dinger hier halt nicht so den absoluten Wert haben. Gut, so eine. Was hat die in FN? Ich kann es so schlecht einschätzen. Ich weiß es nicht. Ich habe die Preise überhaupt nicht im Kopf. Ah, und hier sind noch Gloves. Eine Only Glove Case mit dem Schotter. Die haben wir, glaube ich, schon mal aufgemacht. Ach, da fällt mir ein, wisst ihr was? Die Kiste von Sneasel. Ist das jetzt die Case? Sneasel meinte, der ist einfach nur ein Knife. Und ich hab das am Anfang verwechselt. Ich glaube sogar mit der hier. Habe ich die Knife Case verwechselt, die Sneasel meinte, oder ist es die? Er meinte, sie heißt nur Knife oder Knife Case? Hier ist auch nochmal Knife. Ah, die ist runtergesetzt sogar auf 18 $. Sneasel, komm, die mache ich jetzt mal für dich auf. Da mache ich sogar zwei auf. Hopp. Komm, ich weiß, ist jetzt halt eher so unteres Mittier. Und es wären wahrscheinlich zwei Groundwater, aber komm, für Sneasel.
Wird direkt gesellt. Also hier mache ich auch nicht großartig rum mit am Schluss gucken, wie viel wir, weil wir sind natürlich fett im Minus. Also ganz klar. Das war letztes Mal für mich so eine Überraschung, dass wir tatsächlich letztes Mal im Plus standen und mit mehr Geld rausgegangen sind, als wir reingekommen sind. Ja, aber das ist bei mir, wie man hier auch sieht, nicht die Norm. Aber ich denke, ich konnte euch schon mal ganz gut zeigen, dass solche Deals kompletter Quark sind. Also das sollte man wirklich nicht machen. Aber ich muss auch dran denken, dass ich am Schluss ja ein bisschen was rausziehen will noch für uns, ne, für die Giveaways. Von daher müssen wir schon schauen, dass wir da schon noch was rumkriegen. Ne? Wir könnten in die Glove Case reingucken, aber da gab es den Schotter. Mhm. Achso, nee, 106 können wir nicht. Nee, halt, ich hätte ja zwei ausgewählt, will nur eine machen. Wir gucken hier rein, $53 ist ein ganz guter Preis. Und jetzt schauen wir mal. Also vielleicht haben wir da so ein paar kleine Glöffelchen drin. Und wenn es auch nur nicht so gute sind, auf, komm. Oh ja, geil. Das ist natürlich sehr schön. Ich meine, gut, eine Neon Noir ist auch lecker. Die lasse ich mal drin. Die putte ich mal in den Backpack für alle Fälle, dass wir überhaupt irgendwas haben. So, und jetzt, wisst ihr was? Jetzt haben wir noch 30. Was war die andere Knife Case? 37. Ach, shit. Da oben war noch was für 32. Nee, das geht auch nicht. Für 15. Das ist dann noch eine Glove Knife Case. Die haben wir am Anfang auch schon aufgemacht, im ersten Video, hier, das hier am Start war. Aber ich würde dann vielleicht doch mal... Was können wir denn hier noch? Was ist denn das? Es geht hier. Ah ja. 1% Chance, Knife zu bekommen. 9% Chance, den Schotter hier zu bekommen. Oder eben eine Groundwater. Ja, da sehe ich uns auf jeden Fall. Da sehe ich uns ganz klar. Ist logisch. Also, es ist für uns ein ganz klarer Win. Fuck. Zum Glück habe ich vorhin so viel gelabert, dass die 25 Minuten voll werden. Holy shit. Ach komm, einmal noch. Einmal noch. Na, komm. Irgendwas, dass ich weitermachen kann. Ach, direkt zwei Groundwater hintereinander. Verarsch mich nicht. Das ist schon wirklich ganz bitter, Monsieur. Wenn ich könnte jetzt hier nochmal versuchen, aber die 90% auf Crabs sind halt dann doch echt arg heftig. Wir könnten in die 50-50 Cases nochmal reingucken und schauen, ob wir da hochkommen. Aber ich denke, das wird mit $20, da werden wir nicht weit kommen. Was kann die AWP Fade? Mhm. Wir suchen uns jetzt noch eine Case raus, oder ich suche uns jetzt noch eine Case raus, die wir aufmachen. Und danach gehen wir einfach mit dem Restgeld noch hier in Lucky Items können wir noch reinschauen, gucken, ob wir uns da noch was schießen können, was Kleines, aber Feines. Und ja, ist ja keine für so plus minus 20 bestimmt, oder? Da ist eine für 15. Was ist denn die Hot Selling Weapon? Okay, da ist auch nochmal ein schönes Potpourri an Schotter drin. Ja, komm. Damit wir nicht mit ultra wenig dann in die Lucky Items reingehen, gehen wir hier mal mit einem 10er rein und gucken, ob wir da vielleicht noch was Kleines rauskriegen oder was Großes. Würde ich auch nehmen, klar. Aber es wird wohl doch eher was Kleines. Oh Gott, das wird wie knapp. Wow, die ist natürlich super, die Supernova. So, Lucky Items. Also, hier habe ich ja schon erklärt oder schon ein paar Mal gezeigt. Man wählt sich irgendwas aus, zum Beispiel diese Neon Noir. Und dann kann man sich selbst die Chance einstellen. Also, wie viel Chance möchte ich haben? Mit wie viel möchte ich reingehen, um was rauszuholen? Aber da fällt mir ein, eine Neon Noir hatten wir jetzt ja eben schon drin. Vielleicht gehen wir mal in die Point Desiree, in die Desiree. Sollen wir auf 51% gehen? Ne, das ist 6 Dollar. Wir gehen auf 50-50. Aber hier hinten wartet dann halt ein 3 Cent Crap Item. Ne? Also macht euch hier keine Illusion, dass da irgendwas Dickes dann hier liegen könnte. So, dass man vielleicht einen Groundwater geschossen bekommt oder vielleicht auch was für 2-3 Dollar. Also das hatte ich bis jetzt zumindest noch nicht. Wir gucken mal, was wir hier mit der Hälfte an Dollares rausziehen können. Und, hier ist übrigens Sound dabei, ne? Ja, ja, da ist der Sound. Sehr schön. Oh, na also, es geht doch. Putten wir in den Backpack und danach noch, warte mal, wir haben noch $4,25, hoppala, ich wollte hier bleiben bei den Lucky Items. Da haben wir jetzt ja schön reingelackt. Wir könnten natürlich hier in diese Neon Rider nochmal reinschauen, ist auch ein schöner Skin. Ich meine, wir könnten auch komplett wahnsinnig sein und hier mit so einem Knife versuchen irgendwas, da kommen wir gar nicht ganz rein. Aber wir könnten hier in so eine Print Stream rein mit, $4 hiermit. Also wir könnten uns 7% Chance holen, aber das ist, glaube ich, doch etwas arg wenig. Da werden gar nicht mehr geloden. Hier liegen Barrel. Ach, guck mal, hier ist nochmal richtig, richtig viel Auswahl. Holy shit, ist die Blaze viel wert. Gut, so eine MP9 Hot Rod ist natürlich was Geiles, aber ich glaube, ich würde mich dann doch eher an diesen Sachen orientieren, die, eine Cortex ist natürlich nice. Eine Kill Confirmed, aber da kommen wir, glaube ich, auch nicht hin, ne? Komm, dann machen wir die Kill Confirmed, Leute. Wir versuchen die Kill Confirmed. Wir holen uns die höchste Chance, die wir uns ergaunern können. Und zwar 9%. Und gucken, ob wir da jetzt noch
irgendwie was rausfischen können aus der ganzen Soße hier. Guck mal hier, hier ist sogar, da siehst du, der Ton. Warum ist der Ton nur hier und nicht drüben im anderen? Ich verstehe es nicht. Achtung, wir öffnen die ganze Sache jetzt und hoffen ein bisschen arg auf die, auf diese 9%, dass die uns was geben, aber das ist, ach, schade, schade. Es fühlt sich halt so wenig an. Und wenn du dir dann überlegst, dass du manchmal mit nur 1% reingehst und irgendwas gerne hättest, dann, da fällt dir halt, also ich hoffe, dass ganz, ganz vielen, jetzt vor allem, weil ich letztes Mal ja auch Plus gemacht habe, hier bei dem Video wieder in den Sinn kommt, dass man ja auch Fett verlieren kann. Ne? Also schön immer im Kopf behalten, immer im Kopf behalten. Glücksspiel ist und bleibt ein Verlustgeschäft für den User. Und nur die Besitzer der Casinen, der Seiten und so weiter, die fahren das Geld ein, denn niemand hat was zu verschenken. Es kann ein netter Zeitvertreib sein, wenn man sich unter Kontrolle hat und daran Spaß hat. Dann ist es eine coole Sache. Ich habe euch ja schon erzählt, Sperling und ich gehen auch ab und an mal ein bisschen daddeln im Casino. Da sind wir einfach nur aus Spaß an der Freude dort. Zocken vor uns hin. Wir sehen das Geld, mit dem wir reingehen, immer so als, wie als einen Eintritt an, den du halt einfach verlierst meistens. Und dann gehst du wieder raus und das war's. Ne? Und du kriegst halt da lecker Essen und lecker Trinke, zumindest da, wo wir hingehen. Und dann hat sich die Sache für uns auch. Ja? Aber wenn ihr wirklich mit der Intention rangeht, irgendwas ziehen zu wollen und euch dann noch nicht mal unter Kontrolle habt, ist ultra schlecht. Aber auch wenn ihr, was, ich weiß auch nicht, wenn, mir haben schon Leute geschrieben, ich habe so und so viele Cases aufgemacht, egal jetzt wo, hier oder sonst wo, und habe für $1,000 Cases aufgemacht und habe nichts Schönes bekommen, ich hätte so gerne Knife. Und ich denke mir dann nur, warum macht ihr dann Cases auf? Wenn ihr euch unbedingt was holen wollt, dann kauft es euch einfach. Dieser Glücksspielkram ist wirklich um des Glücksspiels wegen und nicht um da irgendwas Dickes rauszuziehen. Keiner geht mit seinem Verdienst, also kein klar denkender Mensch geht mit seinem Verdienst in die Spielhalle und sagt sich, jawohl, ich vermehre jetzt mein Reichtum. Das macht man nicht. Am Ende will ich nochmal ganz kurz die Secret Exploration zeigen, wo der wahrscheinlich auch seinen Shot rausgezogen hat. Nein, er hat hier reingelackt. Er hat echt Dingens gezogen. Und hat 1300, ich habe da ein Loch im Bildschirm, 1300 irgendwas Prozent. Über 1000% auf jeden Fall, warte. 1332, wow. Mir ist mal die Kamera, die auf dem Stativ stand, in den Bildschirm gefallen, hat genau da so einen Knacks reingemacht. Und wisst ihr was, nur zum Spaß an der Freude, gehen wir in den Backpack und gucken, wie viel Geld wir noch haben. Wir sind mit $758 rein und gehen raus mit. Wirklich stabile Prise. Das ist euch hoffentlich eine Lehre, ja. Dass ihr da nicht mit solchen Riesenbeträgen rumdaddelt und dann noch reinkackt. Ja, wer Bock dran hat, geht in die kleinen Kistchen rein oder je nachdem, wie ihr euch entscheidet, geht einfach bei mir in den Giveaway Room rein und snackt sich da vielleicht die ein oder andere Sache. Ja, wie gesagt, gerade sind Handschuhe drin und der Schotter da. Das ist dann, ne, also würde ich sagen, noch im Rahmen. Und auch einige Kisten, ihr müsst halt durchgucken, sind wirklich im Rahmen. Ja, also ihr müsst gucken, dass ihr nicht so tief fallt. Ne? Das ist ja logisch, dass die Chancen für euch passen und dass, falls die kackige Chance eintritt, oder vielmehr die starke Chance eintritt, dass ihr dann halt nicht so absolut komplett ins Bodenlose fallt, wie von 500 auf 3 Cent. Das zerschmettert euch, wenn ihr da wirklich mit echtem Geld rangeht. Das haut euch den Boden unter den Füßen weg. Wir könnten noch kurz ins Benefit Center reinschauen, ob wir hier irgendwelche Tasks vollendet haben. Also ich nehme an, ich habe diese Coins dann einfach bekommen, ne? Oder kriege ich die dann einfach direkt gut geschrieben, weil hier oben 0 steht? Ich habe das hier und das ja eben erledigt. Wo sind denn jetzt meine Task-Coins? Hallo? Also hier kann ich, glaube ich, nichts mehr rausziehen. Mein Level steigt kontinuierlich an, weil ich halt ja das Geld von den Boys hier bekomme. Hier sind noch Giveaways am Laufen. Wie sieht die ganze Show so aus? Du musst 1000 Coins bezahlen, um hier reinzukommen. $1,000. Und dann kriegst du vielleicht das, vielleicht das, vielleicht das, vielleicht das, vielleicht das, vielleicht das, aber hauptsächlich das hier. Gut, okay. Naja. Dann lassen wir das mal soweit stehen. Ihr könnt natürlich wie immer, wenn ihr wollt, euch die App holen aufs Handy und dann da vor euch rumdödeln. Da würde ich aber auch auf jeden Fall noch dazu sagen, dass wenn ihr das Glücksspiel mit dabei habt im Handy und sowas, dann kann das natürlich auch dazu verleiten, dass man mehr spielt, als man sollte oder wollte. Darum mit Bedacht genießen. Zockt bitte verantwortungsvoll. Ja? Dann cool, wenn nicht schlecht. Zu guter Letzt cashen wir wie immer aus. Ich gehe auf mein Backpack, wähle unsere Riesengewinne aus. Wow. Select all. Und drücke dann hier auf Withdraw. Vorsicht, nicht auf Sell drücken, sonst sind sie weg. Und dann habt ihr halt wieder die Dollar am Starten und könnt weiter gamblen. Könntet. Aber vergesst nicht, immer mal wieder auszuzahlen, ne? Die Sachen fließen natürlich wie immer in die Giveaways, in den Livestreams. So, Withdraw 3 Items. Jetzt dauert es ganz kurz. Und da sind die Bots losgeschickt. Ich habe ja keinen Cut drin, aber womöglich dann jetzt gleich welche. Ich warte hier mit euch zusammen, bis hier eine Zahl fertig ist, ja, beziehungsweise bis hier der Trade ready ist. Das sieht man hier unten schön, ich zoome mal ran. 30, ich glaube, letztes Mal waren wir etwas schneller.
Ich habe den Account schon offen. Es geht wie immer an Gustl. Und ja, jetzt, wartet mal. Ich gehe trotzdem mal kurz rüber, auch wenn da gerade noch keine Bestätigung ist. Und mache hier mal eben auf F5. Aha, hier sind die Trades schon. Warte mal, ich nehme euch jetzt mal direkt mit, ohne Schnitt. Hier läuft es noch. Ich weiß nicht, warum es hier noch läuft. Sonst kommt hier, dass der Trade ready ist und man dann rübergeleitet. Ah, sonst kommt das hier. Aber, ja, das kam jetzt halt nicht. Wir haben die Trades schon. Ich weiß nicht, wann die ankamen. Wahrscheinlich halt schon früher und wir haben es nicht gesehen. Gut, ich nehme mal eben alles an. Ihr könnt natürlich auch auf dem Gustl vorbeigucken. Der ist bei meinen Accounts verlinkt. Also alle meine Accounts sind über meine FLs befreundet. Der Dumbabla-Account, der Frauenarztbesucher und der Gustl, die sind alle in meinen FLs drin. Also wer sich da selbst überzeugen möchte, ob die Skins wirklich drin sind, falls ihr mir nicht glaubt, der kann da einfach reingucken. Und falls man die Wear sehen will, ne? Hier, da sind die drei. An der Stelle, wie immer, vielen, vielen Dank natürlich an Zero Skins für die tollen Sachen. Also, da ich jetzt hier im Moment jede Woche ein Video mache und 3 bis 5 Skins rausziehen kann, habe ich halt so schon den Giveaway-Betrieb dick am Laufen, also richtig schön am Laufen. Gestern gab es übrigens diese hier, die AWP Redline, oder vorgestern im Stream. Heute ist der nächste Stream, 18 Uhr, also jetzt gleich geht's wieder weiter. Ich hoffe, wir sehen uns. Heute wird es dann wahrscheinlich diese Tooth Fairy geben, weil die jetzt auch bald tradebar ist. Und die Sachen sind dann auch demnächst drin. Die Point Desiree, die Super. Gut, die Supernova ist jetzt nicht so absolut fett. Da wird auf jeden Fall ein anderer Skin über der stehen. Aber die Neo Noir ist auch lecker. Für fast 20 Euro. Die ballert gut. Alles klar. Dann heide ich die mal hier wieder alle und bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen, für die Kommentare, für die Likes und auch für das hier Mitspielen, ne? Verantwortungsvolle Mitspielen. Logischerweise muss ich, glaube ich, jetzt am Ende des Videos nicht mehr erwähnen. Die hier reindaddeln, die tun mir natürlich einen Gefallen, weil Zero Skins das merkt und die sich freuen. Ich habe auch mittlerweile schon ein Dankenschreiben erhalten, in dem tatsächlich stand, dass sie sich freuen, dass so viele Leute über mich schon rankamen und auch schon so viel Geld eingezahlt wurde. Ich gehe in der Annahme, dass dieses Geld von euch verantwortungsvoll verspielt oder bespielt wurde. Ich habe von 2 Leuten gehört, dass sie einen dicken Win gemacht haben. Ein paar haben gesagt, dass sie Kleinigkeiten verloren haben. Von großen Verlusten habe ich noch nichts gehört, aber logischerweise passiert das auch, so wie bei mir heute. Ja? Gut, Leute, dann bis gleich im Stream. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.